So Leute, willkommen zurück zu South Park The Fractured But Whole. Wir sind beim letzten Mal, ja, wir sind schon seit einer Weile jetzt bei den Freedom Pulse und ja, wir müssen jetzt Connors zweites Rätsel lösen. Ehrlich gesagt habe ich vergessen, was Connors zweites Rätsel war. Wohin mussten wir da nochmal? Mussten wir auf den Friedhof? Nein. Moment, da kann ich mir hier irgendwo unter Missionen oder so oder auf der großen Karte vielleicht mal unsere Mission mal komplett durchlesen? Moment, da war doch eben Missionenanzeige. Löse Connors zweites Rätsel. Ja, ich habe aber vergessen, was das Rätsel war. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen nicht gespielt. Was kann ich hier eigentlich neues craften? Ein neues Artefakt kann ich craften. Ach so, ja. Okay. Sollten wir in die Schule oder in die Kirche gehen? Also stimmt, Schnellreise war verboten, aber ich war hier auf dem Weg. Achso, nee, ich soll zum Spielplatz. Ach ja, genau. Jetzt weiß ich's wieder. Justizler haben wir was, an das wir glauben können. Ach ja, die haben sich ja zusammengetan. Die Ninja und die Raisins Girls. Auch sehr, sehr schön. So, auf zum Spielplatz. Ich sitze an Ketten baumeln, teils Wüste, teils Dschungel, Ort zum Taumeln. Was soll das sein? Wie hast du mein Rätsel gelöst? Du bist so schlau, da werde ich richtig neidisch. Gut, siehst du die Frau da? Ja. Mit dir. Hallo? Er hat gesagt, wenn ich nicht tue, was er verlangt, stellt er schreckliche Dinge mit meiner Veranda an. Mach ein Selfie mit ihr. Mach schon. Okay. Es tut mir leid. Er hätte auf meine Veranda gekackt. Was sollte ich denn tun? Vielleicht nicht meine Eltern Wir entführen? Wir haben eben die Veranda. Huhu! Für deine... ...gereinigt. Ich musste gehorchen. Das sollte reichen. Tut mir leid. Jetzt habe ich, was ich brauche. Mach's gut. Ja, ja. Die wollen Connor hier haben. Was eigentlich mit ihm? Ah! Ich habe ihn geortet. Alle seine Nachrichten kamen aus dem Gemeindezentrum. Aha. Ihr habt sie gehört, Freedom Pals. Los zum Gemeindezentrum! Auf geht's! Zum Gemeindezentrum! Mitch Connor macht keine halben Sachen. Meine Stimme hat er, ja, meine nicht. Kann so, ich von Schnellreiseflagge. Von behilflich sein? Fantastisch! Bring mich zu Mitch Connor, ich verprügel den. Ich hau dem die Frontzähne raus. Also, Cartman. Mitch Connor ist ja nur so eine Handfigur, der hat keine. Ja, das ist nämlich genau das gleiche, was zu Trump geführt hat. Die anderen? Egal, wir haben keine Zeit. Schnappen wir uns diesen fetten Scheißhaufen. Okay, 1, 2, 3. Oh mein Gott, seht mal. Sieh an. Die Freedom Pals und ihr neuester Rekrut. Was hast du mit Wunderarschs Eltern gemacht, Fettarsch? Noch nichts. Aber wenn ich erstmal mit euch fertig bin, wer weiß, was dann? Du treibst es so weit. Wir machen dem ein Ende. Das Einzige, das hier ein Ende findet, bist du, Miss Tyrion. Wir wollen nicht kämpfen, Cartman. Jetzt nimm deine blöde Hand runter und lass die Spielchen. Wir müssen ihn aufhalten. Er hat die ganzen Follower vom Neuen. Auch mit ihrer Hilfe hältst du mich nicht auf, Kuhn. Das werden wir ja sehen, Wichser. Okay, Cartman. Sollen wir Mitch Connor für dich umlegen? Wir machen das Arschloch kalt. Mitch Connor. Okay. Ist auch überhaupt nicht komisch, gegen Cartmans Hand zu kämpfen. Ihr könnt Mitch Connor aufhalten, Jungs, aber trefft nicht mich. Cartman, glaub mir, du bist mir dabei sowas von egal. Hallo, ich bin auf deiner Seite. Könnte es sein, dass Kuhn die Wahrheit sagt? Nein. Ich treffe ihn aber von hier aus nicht. Nee. Hör auf, sonst breche ich dir die Scheißhand! Nicht, wenn ich vorher deinen Willen breche, Mysterio. Angriff aus dem Hinterhalt! Au! Wie loyal deine ehemaligen Kameraden dir gegenüber sind. Du bist doch arschig zu ihnen. Macht euch auf Schmerz gefasst! So, kann ich ihn treffen? Ja. Ach, deine coolen Freunde wirken irgendwie nicht mehr so freundlich. Halt's Maul, Connor. So, dann holen wir mal eine Kopie von uns.
der sich die ganze Zeit in deinem Darm versteckt? So, Cartman. Ich glaube, ich bin jetzt noch mal dran. Ah, er ist viel zu oft am Zug! Oh Mann, echt? Extrazug, nix da. Wie kälteimmun. Mein muskelbepackter Körper ist der perfekte Schutzschildkuhn. Ich bin für meine Superstärke bekannt, Wichser. Muskelbepackt, der ist nur fett. So, und jetzt blutet er. Ah, bleib locker, Arschloch. Ich will auch deine Eltern finden. Ich werde dich bestrafen. Donnerlittchen. So. Au, das war ich, kein Friendly Fire. Es ist soweit. So, Mysterion, verprügel ihn. Warum greifst du mich an? Oh je, nee, dieser Mitch Connor ist wirklich ein hinterhältiger Handtücker. So, seine Statuseffekte sollten ihn jetzt eigentlich killen. Der hat alle, die er haben kann. Hey, lass ihn in Ruhe. Ja, das war's jetzt. Oh, du brennst jetzt. Wie? Wir brennen jetzt? Wie macht er das? Was mit seinen Statuseffekten? Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Das verursacht super Ekel. Du dreckiger Bescheißer! Ja. Der muss sich hier aber mit allen Statuseffekten rumschlagen. Sieg! Wow, Leute, ihr habt Mitch Connor besiegt. Der war jetzt auch nicht so sonderlich schwer, Cartman. Gott, ich hab Skype vergessen, es tut mir leid. Wo sind Wunderarschs Eltern? Das erfahrt ihr nie. Nein, Connor. Scheiße, er ist weg. Kommt, schaffen wir das fette Stück Scheiße zur Basis. Wen meinst du, Jungenkeit? Cartman wird nur auspacken, wenn wir ihn foltern. Manchmal ist Folter die einzige Lösung. Ihr wollt mich foltern? Warum? Alle Mann zur Freedom Pals Basis. Den Wichser quetschen wir aus. Was labert ihr? Ich bin's, der Kuhn. Was... Oha. Ja, ja, der lässt mit den Idioten dann auftreten. Kehre zum Hauptquartier der Freedom Pals zurück. Da möchte ich erstmal gucken, haben wir sonst noch eine Mission? Wir haben noch Kuhn and Friends. Ja, Veränderung. Bürgermeister für mich. Ja, das ist das Gleiche, was zu Trump und zu AfD-Wählern geführt hat. Einfach Veränderung. Völlig wurscht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Du hast nichts zu verlieren, Kunde, bis auf schlechte Empfang. Neuer, du musst uns helfen, den Kuhn in der Basis der Freedom Pals zu foltern. Sieh mal einer an, was wir hier noch nicht gemacht haben. Ja, keine Sorge, ich helfe euch beim Foltern. Ich bin kein Cartman-Freund. Der Richtige für jeden Job. Weshalb mir auch das Ende der neuen Staffel sehr gefallen hat, übrigens. So, oh. Leuchtendes Rätselartefakt. Ich meine, es ist nicht gut, aber immerhin etwas, ne? So, das da oben, das sieht doch aus wie noch ein Fake and Trick Bild. Ja. Sehr schön. So, hier ist die Kuhn-Basis. Was habe ich denn hier eigentlich... Ne, hier ist überhaupt nicht Kuhn-Basis. Hey. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Oh, ich bin... Bin schon dran vorbeigerannt. Ist das hier das Haus, in das ich soll? Ja. Du hast nichts zu verlieren, Kunde. Bis auf schlechte Empfangsqualität. Entweder hier oder nebenan. Nebenan. Bin so schlecht im Abschätzen. Soll ich dir die Fresse polieren? Ja, zieh nur den Schwanz ein, Viertklässler. So, hier rein? Was ist denn das für eine Mission? Warte mal. Ach so, das ist das Yaoi-Projekt, ja. Ich habe ja jetzt eigentlich einen Haufen. Ich bin gespannt, welche neuen Werke du findest. Ja, ich auch. Weil so langsam gehen uns die Orte aus. Wo muss ich jetzt? Da kann ich hoch. Okay. Aber ich glaube, wir nehmen einfach die nächstbeste Schnellreiseflagge.
Naja, unser Haus hier. Aber in unserer Spielzeugkiste ist auch noch Stuff. Wollen wir da kurz mal reingucken? Ich wollte gerade sagen, das Blut ist gar nicht mehr da, aber doch, ist noch. So, kurz mal in der Spielzeugkiste vorbei. Spinnennetzkostüm. Ja, und Super Guppy-Anzug. Ist alles nicht so klasse. Aber ganz ehrlich, unsere Eltern haben es auch nicht anders verdient, als an den Stuhl gefesselt zu werden. Jonanda! I sharpen my ninja stuff for nothing! Ich find's schön, die sagen überhaupt nicht auf Koreanisch, die sagen Englisch. Bis dann. So. Dann gucken wir mal, ob wir Mitch Connor nicht aus Cartman rauskriegen und wenn ich ihm die Hände abhacken muss. Und Leute, ich würde das tun. Soll ich da oben nochmal gucken, ob ich hier nicht doch noch irgendein Bild vergessen habe? Weil ich hätte halt gern alle Yaoi-Bilder. Aber es sieht nicht so aus, als hätte ich hier irgendwas vergessen. Ich habe hier alles ausgeräumt. Kann ich hier vielleicht irgendwo irgendwas machen? Ach, da habe ich ein Bild vergessen. Wusste ich, muss hier oben nochmal gucken gehen. Aber noch... Es gibt doch nicht noch 9 Stück. Wo sollen die denn sein? Ah, finde 30. Okay, finde 40. Ja, super. Nochmal 10. Ne, da gehe ich wieder. Nein. Was ist los mit euch? Ich bin nicht der Feind. Du wirst reden, Cartman. Du musst Cartman zum Reden bringen. Was? Was willst du damit machen? Ihr verschwendet eure Zeit. Folter bringt nichts beim Kuhn. Erinnert ihr euch? Ich soll dir also beim Essen zuschauen? Ich hab keine Angst. Cartman hasst ja Gesundes, ne? Brokkoli hat unverdient einen schlechten Ruf, finde ich. Achso. Ja. Seht ihr? Macht mir gar nicht. Spargel, das wird ganz schön übel riechen. So. Ach, scheiße. Nein, kein Problem. Ich pfeife mir diese Fürze rein. Jam, jam, jam. Okay, wie wär's hiermit? Tintenfische, ich mag ja Lachs lieber. Nein, macht mir gar nichts aus. Okay. Nein. Oh Mann, das war's dann wohl, hä? Kommt jemand an die Knoten ran? Gut. Du willst doch nicht etwa diesen Burrito essen, oder? Ach, das ist echt ekelhaft, Leute. Ja, ist es. Ja, da drauf. Wir können gleich aufgeben. Die sind mit... Wartet, Leute. Oh Gott, oh, die Katzen. Was für Katzen? Ja, genau. Connor, die Fürze haben was bei mir gezündet. Er will die Katzen irgendwie stärker machen. Ja, genau. Er will die Katzen irgendwie genetisch verändern. Das geht, Labor. Dr. Mephisto. Ja, das muss es sein. Alles klar. Hier im Trainingsraum war gar nichts. Gibt's da nicht. Ich kann hier aber auch nicht nach oben. Auch nicht irgendein Bild, das ich runterhauen kann oder sowas. Ich sehe hier halt echt nichts. Also wenn da irgendwo noch was versteckt war, dann sorry. Ich bin halt hier auf der Jagd nach all den Bildern, aber irgendwie finde ich es doch recht schwer, alle zu finden. So. Dann reisen wir mal zum lieben Doktor.
Wohin deswegs? Das Spiel neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen, was ich dann als nächstes Projekt mache. Da bin ich noch gespannter. Wir sehen uns. So. Blöd, ich trage halt immer noch das Zeichen der Ninja. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich alle Ninja besiegen, um hier... Ich dir nicht folgen, weil du Ninja-Todesurteil hast. Ja. Ich hätte theoretisch auch vorher sehr, sehr viel kämpfen können, damit ich hier 5000 zusammen habe, um die Ninja selber zu bezahlen. So. Heißt das, wir kommen jetzt in das Genlabor rein? Okay, Wunderarsch ist da. Los, Wunderarsch! Kann ich euch helfen? Ja, hi, wir haben die Führung gebucht. Ah ja, die Nachttour, oder? Ja, wir sind ein bisschen früh. Tja, aus Sicherheitsgründen werden Führungen nur von 10 bis 12 Uhr nachts angeboten. Damit das Ganze gruseliger wird? Das Warten lohnt sich jedenfalls. Bis heute Abend. Scheiße, und was machen wir jetzt? Wir müssen wohl warten und dürfen nicht zulassen, dass irgendwer durch dieses Tor geht. Ja, wir sollten ja einfach bis 10 warten. Und wie lange ist das noch? Ungefähr 6 Stunden. Okay, 6 Stunden, dann kann's losgehen. Ich muss doch irgendwie hier das Ding ausschalten. Wie lang noch? Kann ich nicht... Immer noch etwa 6 Stunden. Okay, cool. Das wird so super, also in 6 Stunden. Klar, Peskat. Hat irgendwer Snacks oder so dabei? Ja, daran hätten wir denken sollen. Oh Mann, und wie lange jetzt noch? Etwa 6 Stunden, immer noch. Oh. Kann ich mit unseren Zeitfürzen irgendwas hier bewirken? Wohl nicht. Fuck! Glitschen kann ich hier auch nichts. Du hast noch nicht das volle Potenzial deines Zeitreisearschs ausgeschöpft. Wenn du deine Fürze verstärkst, könntest du vielleicht die Zeit beschleunigen. Siehst du den Lüfter da drüben? Direkt hinter dir, da beim Tor. Links. Kaum zu übersehen. Ja, ist mir klar. Wenn du in den Lüfter forzt, wird die Oszillation das Gas durch das Expansionsventil leiten, sodass es sich in der Kondensatorspirale mit dem unter Druck stehenden Kühlmittel verbindet. Denk nicht drüber nach, ist egal. Furz einfach in den Lüfter. Los, ich schalte ihn für dich an. Lass einfahren. Okay, danke. Moment. Da muss ich ja eigentlich richtig stehen. So. Danke, Morgan Freeman. Ups, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Es tut mir leid. So. Heilige Scheiße. Was ist denn jetzt passiert? Uah, hier stinkt's nach Gammelfleisch. Ist wohl Nacht, Leute. Sind alle da? Hi, wir wollen die Führung machen. Ah ja, kommt rein. Sehr schön. Zeitbeschleunigungsfurz. Warum auch nicht? War das ein Rezept für ein neues Artefakt? Ein besseres Artefakt? Ist auf jeden Fall kein schlechtes Artefakt, aber es hat halt auch nur Rückstoß-Kombo, ne? Das hier hat Statuseffekte Schaden. Das nehmen wir mal mit. Lasst uns mal gucken. Vielleicht können wir es hier ausrüsten. Hier. Ne, da macht's nicht so viel. Wie sieht's denn hier aus? Da wird's unsere Statuseffekte erhöhen und unsere Macht ziemlich. Theoretisch können wir ja noch mehr von den Dingern machen, ne? Sonst haben wir nichts für Statuseffekte. Da ist das unser Bestes.
Ach so, da fehlen uns jetzt Zutaten. Ja, ist egal. So. Ja, das senkt halt unsere Ultimativkrafterholung, aber erhöht unsere ganzen anderen Werte. Obwohl, Rückstoßschaden brauchen wir ja eigentlich nicht. Könnten wir ja eigentlich auch das Ding ausrüsten. So. Schön, dass man hier auch einfach eine Führung buchen kann. Ist aber auch nicht seine originale Stimme. Ah, junge Menschen, die sich für Gentechnik interessieren. Wunderbar, kommt rein. Glaube ich zumindest. Oh, hallo. Oh, noch mehr? Hallo, Sir. Ihr seid ein ganzer Haufen. Timmy! Gut, es freut mich sehr, dass ihr Racker euch für Gentechnik interessiert. Die Genetik begann mit einer einfachen Frage. Kann man einen Affen mit 4 Arschen statt nur einem machen? Die Antwort ist ja. Jetzt können wir Schweinen, Pferden und allem, was ihr euch vorstellen könnt, mehr Arsche verpassen. Ja, mein Junge. Und was bringt das? Oh, du bist ein Zyniker, hä? Huh? Ich führe euch einfach durchs Labor, dann seht ihr es selbst. Kommt schon, wir wollen doch nicht die Fütterung des 4-arschigen Gorillas verpassen. Natürlich nicht. Da hinten sehe ich doch schon was Gelbes, aber da kann ich nicht hin. Hier kann ich auf jeden Fall Sachen mitnehmen. Ja, also, ich bin ja ein Groß... Es gab hier noch nie einen Zwischenfall. Ich fühle mich absolut sicher. Okay. Also, ich bin ja ein Befürworter für Gentechnik, weil man damit halt wirklich auch sehr viel Positives erreichen kann. Auch wenn viele Leute natürlich sehr gerne sehr, sehr viel Negatives hervortun, das teilweise leider nicht mal wahr ist. Aber, ja. Bitte nehmt Platz. Hat einer von euch mal Half-Life gezockt? Okay, los geht's. Das hier ist unser Gewächshaus. Genmanipulation kann helfen, größere Tomaten, Zwiebeln und Gurken anzubauen. Früchte und Gemüse mit mehr Arschen bedeuten mehr Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Und wozu soll das gut sein? Ha, ihr Bibelfreaks seid alle gleich. Spielt nicht Gott, sonst krass. Okay, weiter ins zweite Stockwerk. Ja, an sich mehr Nahrung für die hungernde Bevölkerung wäre eigentlich gut. Ein weiterer Vorteil ist natürlich die Möglichkeit, Tiere zu kreuzen. Wie diese Eselaffen, Hasenfische, Eichhörnchenaffen und mehr. Und sobald wir ihnen zusätzliche Ärsche verpasst haben, bringen wir die Wissenschaft voran. Inwiefern soll das bitte der Wissenschaft dienen? Wie heißt du, mein Junge? Super Craig. Tja, Super Craig. Wenn wir wissen, wie wir Tiere verändern können, lässt sich das hoffentlich auf den Menschen übertragen. Meinst du, mehr Ärsche wären unmöglich? Es ist möglich. Weißt du, Genmanipulation geht nicht nur bei Tieren und Gemüse. Wir arbeiten daran, auch Menschen zu helfen. Hier seht ihr diverse Genmutationen meines toten Sohns. Die meisten Leute erinnern sich inzwischen nicht mehr an meinen kleinen Terrence. Ah, jetzt muss ich's sagen. Ich habe mich immer gefragt, wo er hin ist. Terrence kam ums Leben, als ein paar Kinder mit einem Relikt gespielt haben, das Barbara Streisand gehört hat. Oh shit, ich glaube, das waren wir. Also, machen Sie das alles hier, um Ihren toten Sohn wieder zu beleben? Zurückholen? Natürlich nicht. Ich versuche, seiner Leiche mehr Asche zu verpassen, damit er endlich in Frieden ruhen kann. Und jetzt geht's weiter in den vierten Stock. Oh, fuck. Tja, da wären wir. Im Dachgeschoss und somit am Ende der Führung. Was ist das? Die? Ein fürchterlicher Fehler der Wissenschaft. Unser Gunner hat uns gebeten, einige der örtlichen Sechstklässler genetisch zu verändern, um sie stärker und verrückter zu machen. Okay, okay. Wieso zum Geier macht man sowas? Was meinst du? Wieso zum Geier züchten sie ja genmutierte Sechsklässler? Beruhige dich, Super Craig! Wie glaubst du, finanzieren wir das alles hier? Wir haben Spender. Unser Gönner hat uns gebeten, diese Armee aus mutierten Sechsklässlern zu schaffen, um seine Arschkatzen zu schützen. Was für modifizierte Katzen? Ah, gleich da drüben. Ein Wohltäter namens Mr. Connor hat eine beträchtliche Summe Geld gespendet, um Streunerkatzen mehr Arsche zu verpassen. In puncto Arschausstattung ist unser Unternehmen weltweit führend. Das Problem ist nur, dass Katzen sehr aggressiv werden, wenn man ihnen mehr Arsche verpasst. Sie sind dann äußerst tödlich. Und wieso lassen Sie dann Kinder hier rauf? Hey, kein Grund zur Sorge. Wir haben hier ein sehr ausgefeiltes Sicherheitssystem. Sehr gut.
Das ist ja noch nie passiert. Mist, das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet. Sekunde, was? Hallo, Freedom Pals. Was soll das, Fettarsch? Ihr habt meinen kleinen Plan also durchschaut, Freedom Pals? Glaubt ihr, ihr könnt mich aufhalten? Oh, hier ist jemand, der gerne Hallo sagen würde, Neuer. Los, sag mal. Jungs, ich bin's, der Kuhn. Jetzt lass den Scheiß. Leute, lasst euch nicht auf den Hurensohn ein. Hilf ein Wir haben genug gehört, Kuhn. Du bist echt lästig, Wunderarsch. Aber mit Mitch Connor legt man sich nicht an. Scheiße, wo steckst du? Mr. Connor. Wenn Sie das Sicherheitssystem abschalten, werden alle in diesem Labor sterben. Was? Sorry, Doc. Manchmal muss man für das Wohl der Allgemeinheit eben Opfer bringen. Adieu, Freedom Pals. Oh Gott. Sehr gut. Leute, hier mache ich auch mal einen Cut. Ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir die Katzen fertig machen. Bis dann, euer Wolf.